Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge zeige ich euch den Sample and Hold Modulator und was man mit dem alles machen kann, das zeige ich euch jetzt in den kommenden 5 Stunden. Erstmal ein kleines Beispiel, was man vielleicht mit so einem Sample and Hold Modulator machen kann. So, was ich an der Stelle gemacht habe, ich habe einfach einen Polymer-Synthesizer genommen, habe ein Audio-Input genommen und mit diesem Audio-Input habe ich dann hier so einen Sample-and-Hold-Modulator modifiziert oder moduliert. Und dieser Sample-and-Hold-Modulator hat dann wiederum andere Parameter des Synthesizers moduliert. Hier zum Beispiel habe ich den Pitch hier drüben moduliert, mit dem habe ich dann hier die Pulsweite moduliert. Der hat dann so ein bisschen hier den Resonanzfilter moduliert. Diese hier hat den Sync moduliert und jener hier noch ein bisschen das Panning. So. Und man muss nicht unbedingt einen Audio-Input nehmen, man kann auch jede Menge andere Inputs nehmen, aber legen wir doch einfach mal von ganz am Anfang los. Ich nehme jetzt einfach mal wieder so einen Polymer, wie wir den gerade eben hatten. Und dann packe ich hier mal ein Sample and Hold rein. Und dann erkläre ich erstmal ganz kurz den Modulator. Der Modulator besteht, wenn man den hier so eingeklappt hat, einfach nur aus einem Display und einem Modulator. So. Und der eigentliche Modulator hier, wenn man den aufklappt, hat hier so einen Input-Drehregler, einen Smooth-Regler, dann einen Sample-Rate-Regler und dann noch die Einheit, die ich hier einstellen kann. Und ganz zum unten sind dann die Restart-Modi, also das heißt, ob der einfach so frei neu startet, ob der per Note, die reinkommt, neu gestartet wird oder ob der Sample and Hold Modulator mit dem Transportfeld, also mit dem Playfeld hier synchronisiert wird. So, was macht eigentlich ein Sample and Hold Modulator oder ein Sample and Hold Device? Ein Sample and Hold Device macht im Prinzip nichts anderes, als was da steht. Es samplet, also es nimmt einen Wert vom Eingang und hält den eine Weile. Das ist es eigentlich. Der Sinn und Hintergrund ist, wenn ich jetzt einen, machen wir das vielleicht mal gerade, ich schiebe den hier rüber in die zweite Reihe und hier oben drüber nehme ich jetzt mal einfach einen LFO. Die anderen beiden mache ich jetzt vielleicht einfach mal hier weg, damit die da nicht so rumhüpfen. So, dann kann ich das auch eigentlich wieder in die erste Reihe machen, haben wir schon aufgeräumt. So, dieser LFO, der bringt die ganze Zeit kontinuierliche Werte. Und das bedeutet, wenn ich den jetzt zum Beispiel auf das Pitch hier lege, den das Pitch und drücke eine Taste, dann höre ich das hier. Was ein netter Effekt sein kann, aber jetzt sage ich mir, ich will ja einfach nur, dass der nicht die ganze Zeit so hoch und runter geht, sondern der soll mir für eine gewisse Zeit lang immer einen Ton, wo er gerade ist, für eine Zeit lang halten. So, und jetzt kann ich mit dem Sample and Hold Modulator, habe ich ja dieses Input-Signal. Und dieses Input-Signal, das moduliere ich mit dem LFO auf plus 1. Ja, da war ich gerade. Plus 1 circa, ich kann es natürlich auch mir ganz einfach machen und sage mir hier gebe ich eine 1 ein im Inspektor und dann brauche ich das Gefummel nicht. So, jetzt sehe ich dieser LFO, der moduliert diesen Input. Und hier unten sehe ich auch schon, was der Sample and Hold Modulator macht. Das heißt, ich habe hier 16 Noten eingespielt und jetzt, und hier der Faktor ist bei 1. Die Sample-Rate-Faktor ist bei 1. Das heißt, jede 16. abhängig von meinem Beat, das kann ich hier noch einstellen, abhängig von meinem Beat holt er sich einen Wert
und hält den so lange. Wenn ich das jetzt hier länger mache, dann geht das. Achso, ich habe jetzt hier bei dem Transport läuft das gerade nicht. So, machen wir hier nochmal auf 1. Dann sieht man das nochmal schön. Wenn ich das jetzt hier länger mache, sieht man, wie das Ganze grober wird. Das heißt, er hält diese 16. länger. Ich kann natürlich auch gleich eine Viertelnote einstellen. Dann sehe ich hier schon mal visuell, dass diese Werte hier einfach mal eine Viertelnote gehalten werden. Wenn ich jetzt eine Taste drücke, passiert da nichts, weil ich immer noch mit dem LFO verbunden bin. Ich verbinde das jetzt mal mit dem Sample and Hold Modulator. Und da sehe ich schon, dass der nicht mehr so die ganze Zeit hin und her sweept, sondern er springt hin und her. Jetzt kann ich natürlich den so ein bisschen nicht ganz auf 1 laufen lassen, sondern auf irgendetwas ungeraden. Also vielleicht nicht ganz so extrem. Kann natürlich diesen ganzen Effekt auch noch mal so ein bisschen mit diesem Smooth-Regler etwas ähnlicher dem LFO machen. Jetzt habe ich quasi wieder den LFO oder ich schalte es wieder auf quantisiert. Also ich nehme irgendein kontinuierliches Signal, das kann wie gesagt ein LFO sein oder ich kann hier zum Beispiel ja auch mit dem Audio Rate mir den Input von meinem Audio 3 reinholen. Beziehungsweise unter Umständen mit dem Post und wenn ich das Ganze abspiele, ich habe hier das gemutet. Ja, stopp. Das ist der falsche. Dann sollte ich vielleicht noch bei dem Sample and Hold den LFO hier wegmachen und dafür den hier als Modulator nehmen. Genau auf 1. So, und jetzt müsste eigentlich hier was reinkommen. Kommt aber nichts. Obwohl das hier richtig dolle laut aufgedreht ist. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Hier hat es noch geklappt. Was habe ich hier anders gemacht? Das Pre. Ups, das Pre. Und hier habe ich das Post genommen. Da ist es auch. So, und hier ist mein Signal. Wenn ich jetzt eine Taste drücke. Und natürlich mit dem hier, den habe ich hier Und das kann ich natürlich auch machen, wenn ich das Mikrofon hier nehmen würde. Und wenn ich dann reinspreche, können wir vielleicht mal ausprobieren, dann sollte eigentlich meine Sprache in dieses Mikrofon als Sound rauskommen, wenn ich spreche. So, jetzt machen wir das hier auch mal auf Mute. Das Ganze dann hier in Mono in. Den stoppen wir an der Stelle und dann nehmen wir hier auch tatsächlich das Audio 4.
Da sieht man schon, wie ich spreche. Eventuell mache ich hier gerade noch mal ein Tool rein, damit das Ganze noch mal verstärkt wird. Dann machen wir hier mal so richtig laut. Hat das eine Auswirkung? Das hat eine Auswirkung. So, ich drücke jetzt einfach mal einen Ton. Und da kommt natürlich auch ein bisschen Sound rein. Ich mache mal hier das Mikrofon aus. So viel zur Alien-Geschichte. Also das heißt, ich kann auch aus irgendeinem Input, das muss jetzt nicht Audio sein, das kann auch was anderes sein, irgendetwas, was diesen, womit ich diesen Input-Regler quasi bewegen kann oder modulieren kann, das nehme ich und erzeuge mir damit so eine Art Zufallswerte, also in Form von Audio sind das meist Zufallswerte, die ich dann halt einfach aus einem kontinuierlichen Signal heraus samplen, also den Wert festhalten kann für eine gewisse Zeit und damit einfach von kontinuierlichen Signalen in diskrete, also einzelne Abstufungen speichern kann. So, das ist schon das ganze Sample and Hold Gerät. Im Prinzip eine völlig einfache Geschichte und manchmal ziemlich hilfreich, wenn man so ein bisschen Zufall haben will und das verknüpfen will mit vorhandenem Material. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über Kommentare freuen, auch über, wenn ihr vielleicht noch Anregungen habt, was ihr gerne wissen wollt, dann schreibt mir das bitte. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao, ciao.